Willkommen bei einer neuen Mod-Vorstellung. Heute stelle ich euch den Ursus 1234V2.0 vor. Und das ist auch dieses schöne Stück. Wenn man ihn zum ersten Mal sieht, würde ich sagen, boah, schon nicht schlecht. Aber es gibt, obwohl er viele Details schon hat, es gibt nur so ein paar Punkte, die mich hier dann stören. Die werde ich euch auch gleich mal zeigen. Und zwar, einmal, er ist vorne überall blitzblank sauber und unten diese Anbauteile sind alle dreckig. Ist irgendwie ein bisschen komisch, aber naja. Das ist genauso wie hier. Schmutzblech ist wieder sauber und dreckig, dann hier wieder leicht dreckig, sauber, dreckig und so weiter. Genauso wie hinten die ganzen Anbauten. Eins ist dreckig, die anderen Anbauteile, die Funktionsanbauteile sind alle sauber. Also irgendwas ist so, entweder das mal konsequent oder man lässt es. Also das würde schon, das gibt schon mal so einen ersten Minuspunkt bei mir. Der zweite ist, ihr seht gerade schon hier den Reifen. Die Reifen passen nicht auf die Achse. Es sieht einfach, es ist zwar nicht relevant, aber es sieht nicht gerade gut aus. Also es ist Geschmackssache. Also mir gefällt es so persönlich nicht. Wart mal, so ein kleinen Fehler weiß. Ihr kennt das selber. So. Aber im Grunde genommen finde ich, also die Details wurden darauf geachtet. Es sieht auch alles in allem sehr schön aus. Steigen wir mal den kleinen ein. So sieht er von innen drin aus. Was jetzt so ist, wir haben seit dem LS15 gibt es ja schon die animierten Displays, sprich Drehzahlmesser und kmh-Anzeige. Gibt es leider in diesem Mod hier wieder nicht. Und was mir auch wieder so auffällt, ist, es gibt Lenkrad und Armaturenbrett, da merkt man, irgendwas passt da nicht so ganz zusammen, weil das Lenkrad wieder so plastisch wirkt, im Gegensatz zu dem kompletten Armaturenbrett. Also das ist, müsste der Modder vielleicht nochmal ein bisschen Hand anlegen. Aber so an sich schon gar nicht mal so schlecht. So. Ich habe den mal gegen das zu dem Deutz mal hingestellt, weil in den Kommentaren wurde ja geschrieben, dass er ja genauso aussehen würde wie der Deutz. Das wollten wir vorfälschen, mal habe ich direkt mal mit getestet und ich würde sagen, definitiv nicht. Also die haben zwar von der Grundform schon Ähnlichkeiten, aber es sind definitiv zwei unterschiedliche Chassis. So, und das gleiche, ich habe ihn jetzt auch mal zum Pflügen geschickt, von wegen, ob er dreckig wird oder nicht. Er wird sehr, sehr, sehr schwer an den Reifen dreckig. Bis jetzt, obwohl er jetzt schon über einen Kilometer Feld gemacht hat, ist er immer noch recht sauber, auch so im Bereich Reifen und so weiter. Und auch der Rest, er wird irgendwie nicht dreckig. Komischerweise. Das zweite, was mir aufgefallen ist, ich hatte erst Vermutung gehabt, dass der viel zu schwer ist, der Kleine, weil er ja den Flug ohne Frontgewicht einmal verwendet, dreht und so weiter. Deswegen habe ich ihn auch einmal geschnappt und auf der Waage drauf gestellt. Und ich würde sagen, vom Gewicht her passt er. Also im Grunde genommen würde ich sagen, an dem Mod, er ist nicht schlecht. Er ist definitiv für LS15 noch verbesserungswürdig. Da muss der Modder nochmal ein bisschen Hand anlegen, wie gesagt, an den optischen Kleinigkeiten. Technisch gesehen, gucken wir mal an die Lok. Und er ist schön fehlerfrei. Also das ist schon viel wert. Von daher, wie gesagt, die optischen kleinen Fehler noch ein bisschen an dem ausmodden und dann ist das Ding echt perfekt. Würde ich mal so sagen. Daher von mir, weil er ja so ein paar optische Fehler hat, gebe ich ihm nur 4 von 5 Sternchen. Okay, das war's von meiner Seite her. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschüss.